Okay, wir haben verloren, wir gucken es an. Yo. Geile Brille hast du dabei, zeig mal deine Brille. Ey, ich sag, ich bin der Einzige ohne Sonnenbrille. Komm, ihr habt alle Brillen dabei. Digga, wann? Was ist das für ein Bild? Tot. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Ich chille mit der Kuh, Digga. Du versprichst, dass das nicht über Kopf geht. Nicht über Kopf, ja. Oh, oh. Noch irgendwas ab oder so? Digga, ich kann sowas nicht fahren. Oh, tut es leid, tut es leid. Nee, ich will den Clip gar nicht sehen. Er hat den echt reingesprochen? Oh, Messi. Digga, war das schon wieder Kevin? Ey, no joke, warum kann Kevin nicht einfach normal einen Ball schießen? Digga, ist der dumm? Geil. Oh. Oh, Bro, alles gut, Digga? Ich will euch gar nicht beim Essen stören, aber ich störe euch gerade beim Essen. Kleiner Vorgeschmack. Ich schwöre, ich hätte Fußballprofi werden können. Ganz kurz mal jetzt. Guck mal, wenn ich nicht 150 Kilo wiegen würde, ich wäre jetzt neben Ronaldo. Guckt euch an. In die Fresse. Ja, wir mussten erst mal googeln. Oh, hell no. Das wird ein richtig unangenehmer Tag, Bro. Ja, lass ein Gruppenfoto machen. Dann machst du zwei. Junge, das ist doch so krass, wie Max da rumstand. Ihr seid ja mega viele. Junge! Oh nein! Mit dem würde ich auch, ja, mit dem wollte ich gerade sagen, mit dem würde ich auch kein Bild machen, Digga. Die haben gegen Bayern kassiert. Da weißt du schon Bescheid. Ja, zeig mal ein Skateboard-Trick. Content. Boah, das war so. Ich weiß nicht, ob es unangenehm oder lustig war. Auf jeden Fall, der Typ hat gar nichts zerrissen auf dem Board da. Ja? Ja, der war stark, doch, der war stark. Oh, ist krass, Digga. Deutsche Tony Hawk. Also ich glaube, ich nehme alle Größe kleiner. Ist das okay? Was ist das? Ist das so ein Slush-Eis? Die Loser. Das war funny. Hä, wie chillig das jetzt auch einmal leer ist. Bonk. Ja, auch nicht schlecht. Hä, aber so ein Slush-Eis ist doch immer so in so einem kleinen Becher normalerweise. Ist das dann nicht übertrieben viel für ein Slush-Eis? Man kriegt doch da höchstens 0,5er Becher. Das ist doch, was ist denn das? 1,5 Liter? Digga, da wirst du ja dumm und dämlich. Wie, also... Junge. Mit Ding Uber-Taxi hier? Ich bin ja, mit krass. Taxi da. Haut rein, Leute! Geht's rein? Junge, Max ist so ein Goofy. Dominik, stell dich mal wie die Freiheitsstatue auf mit dem Slushy. Und ihr habt das Buch, oder? Luxemburg und Portugal spielen in Luxemburg. Ronaldo. Boah, das habe ich auch gesehen. Hugo, du Vollidiot, du hast... Okay, du hast Fortnite-Turnier gewonnen, dann ist es in Ordnung. Du hast Geld bekommen. Aber Junge, du hättest einfach... Ich weiß, dass Luxemburg überhaupt ein Fußballstadion hat. Das check ich nicht. Ich dachte, das ist eine Stadt. War einfach Ronaldo. Hugo war nicht da. Und ich spiele gerade ein Fortnite-Event. Digga, oh mein Gott. Digga, ich sehe einfach aus wie ein Serienkiller. Oh, oh. Dafür, dass Mickey aussah wie ein Serienkiller, hat aber relativ wenig in den Turnier geholt. Max auch nicht. Ich bleib oben, Danny. Wenn ich hier bleibe, werden die Karte abkappen. Weißt du, die werden aber chillen. Ich geh weg. Ich hab's indirekt ins hungrige Hugo-Video geschafft, weil wegen unserem Team ist Danny da runtergeflogen, weil wir davor Willi gekillt haben. Also ich bin quasi im Video. Versteht ihr? Das war auch so goofy. Wir hätten sogar Danny die Karte gelassen. Wir wollten sie lassen, wegen Willi und so, weil wir, ne? Einfach runtergespielt. Hast du Fallschaden bekommen? Ja. Ja? Okay, warte. Es kracht. Ja, eben. Ja, es kracht auch wegen dem Dortmund-Trikot da, ne? Moment, warte, Junge, wie oft kriegt der Fallschaden? Kannst du mich hochholen? Markier's. Ja, ja, Bams. Oh nein. Oh, ich sterbe. Ist das geisteskrank. Ich kämpfen da nicht mit, okay? Ich könnte ihn halt so töten, ihr habt so sein. Warum schießt er denn nicht? Hä, ist Max dumm? Der Mann kam rein, er muss die Spülmaschine ausräumen! Du musst die Medkits aufteilen. Das hab ich gesehen, Oh, ich weiß nicht, wie man aufteilt! Der war so sauer! Nein! Ich bin tot! Ich bin gestorben! Ich spiele nicht mehr mit dir, Romata. Das war das allerletzte Turnier. Push den nicht. Max, push den nicht, bitte. Bitte, Max, bitte. Hab ihn. Ich hau dir. Junge, einfach Drecks-User. Fresse, Alter. Julian, der war vor uns. Du hast ihn vorher schon nicht getötet. Er stand 3 Sekunden still am Baum. Ich rank. Boah, da, ich will. Also, zum Glück war es zwischen uns und Fix relativ. Also, was heißt relativ? Es war komplett chillig. Aber Junge, also das da... Bitte das Turnier, ich spiele nicht weiter! Ich bin drin. Hier ist noch einer. Das war so ein heftiger Clip. Doch welche.
Dreimal dürft ihr raten, wer es war. Digga, das ist das Lustigste, was ich jemals gesehen habe. Wow. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Das hat schon ein bisschen wehgetan. Ja, Noah. Das ist krass. Ich habe es leider verpasst, mir die Tour so krass reinzuziehen. Aber ich glaube, dass auch das Event von Power Platte ein richtig krasses war, Digga. Die ich check, also ich glaube, Monte redet gerade von Edeltour. Ja, Edeltour. Ach, Digga, scheiß auf Edel. Ja, komm. Was ich aber nicht check an der Edeltour, ich dachte, die fahren mit dem Wohnmobil rum zu so Orten, wo die dann einen Podcast machen, so live. Das war ja gar nicht so. Die sind doch einfach nur mit dem Wohnmobil rumgefahren, oder? Edeltour ist einfach ein Roadtrip. Ah, okay, ja, dann habe ich verstanden. Ach, Talk-Tour, so, oder? Ja, okay. Excuse me, we're looking for a famous Bonbon-Laden. Mann, Digga, ich würde direkt durchziehen. Er sagt Bonbon, sorry. Digga, dieser NPC, Digga. Wir gehen einfach mal rein. Junge, wie oft da auch jemand auf die Fresse geflogen ist, ne? Guck mal, Reese gleich nochmal. Boah, da hat sie... No joke, das war so kurz vor Bänderriss bei Kevin. Guckt euch seinen Fuß an. Ja. Guck mal. Oh, Junge. Aua. Boah, dann ist er noch so nach vorne geslappt. Boah, das muss so wehtun. Guck mal. Wie der, Junge, das sieht aus, als würde er gleich hinkacken. Papa kacken, Alter. Oh mein Gott. Boah. Und auch. Junge, da hat sie jeden legit 10-mal gelegt. Okay. Ist alles gut. Oh mein Gott. I don't know. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Trimax wollte auf dem Eis einfach Fußball spielen. Wir werden alle tot. Boah, no joke, das wäre ganz böse ausgegangen. Einfach ein Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. They say the Drizzy just kommt jetzt die Stelle, wo sie fast zusammengeschlagen werden? Oh. Er kommt raus! Junge, der sah so aus, als hätte der den gleich, also der, als wollte der den so auf die Fresse hauen. Hey, mein Freund. Here's Johnny. Oh. Alright, dann packen wir mal aus das Gerät. Nein! Digga. Latten Potter ist zurück. Wie kann ich so dumm wie möglich in meinen Videos rüberkommen? Anders kann ich es mir nicht erklären. Der muss das bewusst machen. So dumm kann ein Mensch nicht sein. So viel Scheiße kann einem Mensch nicht passieren. Um mich geht's. Was? Digga, die ist einfach offen. Wie kann man die da so reinlegen? Zum Beispiel ist diese Uhrzeit, Chat, ne? Sag mal, seht ihr? Warte, ich rechne die kurz aus. Ah ja, rechne aus kurz. Ist der dumm? Warum muss der rechnen? 11.19 Uhr. Was? Ist der doof? Ich finde die beste Pizza im Tiefkühler, abgesehen von diesem Gustuva Rivovante oder wie die heißen. Ja, so heißt die. Gustavo Gusto, die Premium-Tiefkühlpizza. War das nicht auch eine Pizza von Concrafter oder so? Ich kann grad nicht. Du kannst grad nicht. Ich muss Kisten aufmachen. Och, Digga, ist das dein Ernst? Bro! Nein, das ist nicht mein Eine. Geld. Twitch hat mir das Typ-Gutschein. Fick dich, du Loser. Geben. Kauf dir ein Spiel oder so? Will ich nicht. Was kaufen wir für Kisten? Junge. Guck mal, du machst eh schon eine Kiste auf, die 6 Euro kostet. Dann kannst du auch noch mal 10 nehmen. Ist scheißegal. Sag halt schon 1000 Mal, dass du Guthabenkarten kaufen sollst im Internet. Aber Marcel hat auch schon auf die andere 1000. Boah, bei Monte, finde ich, ist das noch gestörter. Also was er mit... Also Monte hat die CSGO-Kisten komplett gefickt. Also jede einzelne oben und unten. Das ist ja so gestört, wie viel Monte aufgemacht hat. Ich dachte eigentlich, dass Monte nur so ab und zu mal Kisten aufmacht. Aber der macht es doch jetzt mittlerweile schon 1 bis 2 Wochen. Richtig viele. Und ich habe geguckt. Ich glaube, Monte ist... Monte ist 50.000 im Minus. Oder? Stimmt das? Das ist ja geisteskrank. Plus, er hat Bravo-Kisten aufgemacht. Da haben die 50 Dollar gekostet. Jetzt kosten die 80. Allein, also so, Monte hat legit den Preis um 30 Euro hochgetrieben. Ich kann diese Klugscheiße nicht mehr ab, Digga. Kauf Guthabenkarten, Digga. Oh, hey, noch nie
für 200 Euro Guthabenkarten gekauft, weil du noch nie in deinem Leben so viel Geld in deiner Hand hattest. Man wird nach 100 Euro automatisch gesperrt und muss Personalausweis einschicken. Und es dauert 24 Stunden, bis die Scheiße überprüft wird. Du kleiner Klugscheißer, so läuft Klugscheißer Hausen, Digga. Oh, was bist du gerade? Oh mein Gott. Guck mal, Monte wird noch gewinnen, Hugo, du nicht. Weil du keine Bravo-Kiste aufmachen willst. Ich, so, ich werde kein Geld da reinmachen. Oh, locker, diese Lockere. Das sind 9 Euro. Ich mach nur die 4 auf, damit die da nicht rumliegen, weil ich hab die extra jetzt gekauft. Wir haben ihn verloren, Bro. Du brauchst einen Suchtberater, wirklich. Lass einfach die Scheiße. Marcel hat dich vor allem gewarnt. Der hat gesagt, pass auf vor Alkohol. Alkohol. Ja, und Revi hat ihn. Revi hat dir One-Hit Knockout gegeben. Revi ist schuld, sag ich. Digga, Hugo, du trinkst auch noch? Ja, komm, Hugo, fell auf. Was ist dieser Song eigentlich? Den höre ich so oft. Oh, das hat gut getan. Drogen vor Frauen, Digga. Und vor Spielsucht hat er sich komischerweise nicht gewarnt, ne? Ich fahr ein Baba. Die Welt des Glücksspiels. Oh. Mach doch mal 20er pro Gegenstand. Du kannst mal die Fresse halten, Digga. Arbeiten gehen und selber die Kissen kaufen. Digga! In 2 Wochen Jahresgehalt von dir hier reingesteckt, Digga, und du quatschst mich zu mit, mach mal einen 20er. Ach du Scheiße, OOC Mad. Da willst du mich verarschen, oder was? Der Bruder macht diesen anderen Freestyle. Digga. Digga. Mann, Junge, dass er genau das gleiche sagt, ist so dumm. Der Bruder macht diesen anderen Freestyle. Digga. Digga. Junge. Ey, ich sag schon, wie es ist. Was ist jetzt los? Oh nein. Zum Glück war die leer. Schaust du das Video nicht in HD? Digga, ich hab das komplette Video auf 480p geschaut. Scheiße, Alter. Ich muss als Übergefühl nichts machen, außer darauf reacten und ich das krieg noch nicht mal hin. Max geisteskrank. Ey, was ich aber sagen wollte, ich finde, hungriger Hugo braucht mal ein neues Outro. Sag ich. Nicht, weil der Song kacke ist, aber so frischen Wind, wisst ihr? Nee, jetzt ehrlich. Aber ey, geiles Video. Banger.